Ja, dieses Symphonic Project entstand in den 60er Jahren, genau genommen 1967, sprach mich ein Dirigent an, ob ich nicht mal Lust hätte, mit dem tollen Orchester und ihm als Dirigenten in meinem Quartett zu musizieren. Und dann, naja gut, dachte ich mir, das ist ein netter Gedanke, aber wir haben gar kein Material. Es gab ja gar nicht so viele Stücke, die man hätte aufführen können, also mit großem Orchester. Da habe ich mich einfach hingesetzt und habe dann mein Werk geschrieben, das Jazz Concertino. Und wir hatten dann relativ bald, innerhalb von 3-4 Monaten, hatten wir dann eine Uraufführung dieses Werkes und Werner Andreas Albert, dem Dirigenten.